willkommen bei einem neuen Video von Epic Apple 1000. Ich bin Andy und heute ist es mal ein Video für die Minecraft-Fans unter euch. Ja, und vor allem die ein bisschen programmieren wollen mit Minecraft. Wenn ihr ein Plugin habt, was euch gefällt und das ist schon seit Monaten nicht mehr geupdatet worden, das funktioniert nicht mehr für die Version, oder ihr wollt einfach nur ein paar Kommandos ändern oder ihr wollt einfach nur den Code sehen, weil ihr ihn braucht, keine Ahnung warum, gibt es ein Programm für den Mac, da das ja immer benachteiligt ist durch die andere Programmiersprache, gibt es auch einen Decompiler, wie zum Beispiel den Draft Decompiler für Windows. Für Mac gibt es den JDGUI, sonst was, Compiler. Über den könnt ihr auch Plugins decompilen. Ich habe jetzt hier mal mein eigenes Plugin hergenommen, Health Pro. Und davon können wir uns dann nachher gleich den Code angucken. Ihr downloadet euch das Programm, installiert es dann, das ist nichts Besonderes, und dann einfach das Programm starten. Dann habt ihr hier einen Java Decompiler, der sich geöffnet hat. Ihr könnt hier entweder so eins nehmen, ja, und das so reinziehen und dann hier Pro und dann Open, oder ihr macht es so wie ich. Diesen Satz herum übrigens vergessen, ich habe keine Ahnung, warum der da dran steht. Und zieht dann einfach hier Pro hier rein. Und dann ist das Decompiled. Jetzt seht ihr hier im Ordner alle möglichen Bereiche. Ihr seht hier die Meta-Inf, die könnt ihr schon mal vergessen, die brauchen wir nicht. ClassPass und Project auch nicht. Wir brauchen einfach nur meandreas.healpro oder was auch immer dann dort dran steht. Kommt drauf an, von wem das Plugin ist. Dann seht ihr hier eine Java-Klasse, die könnt ihr auch nochmal öffnen und seht dann alle in der Class enthaltenen Konstruktoren. Das Plugin, was ich geschrieben habe, gibt es auf Bucket, ist nicht so wichtig, und könnt dann, wenn ihr Teile des Codes braucht, zum Beispiel ihr wollt einfach keine Ahnung, was wollt ihr? Ihr wollt diesen Command hier mit, wo man Luft kriegt, einfach kopieren und könnt ihn dann rauskopieren und einfügen. Hier kann man bestimmte Sachen suchen, also nehmen wir mal System. Da können wir String Constant, da kannst du auswählen, was man davon nehmen will. Wir können auch einfach eine Methode nehmen, und zwar getName in hier Pro open, und dann werden alle Methoden mit getName hinterlegt. So, jetzt haben wir es. Und damit seht ihr dann, was ihr wollt. Hier haben wir unseren, hier ist der Konstruktor für onEnable, und da oben ist noch der Konstruktor für onDisable, der ist ja nicht so wichtig. Gut, ich hoffe, dass dieses kleine Tutorial euch geholfen hat. Demnächst kommen auch wieder mehr Apple-basierte Videos, auch wenn ich jetzt gerade meinen Hintergrund aus- und angeschalten habe. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen bezüglich diesen habt oder andere Fragen, stellt sie mir. Vielen Dank fürs Gucken. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns abonnieren oder ein Like geben, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.